Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 19, dritte Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der Freien Demokraten, Open Data, Open Data Gesetz, Drucksache 207754 und so weiter. Berichterstattung macht der Kollege Oliver Stierböck, Offenbach. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, der Ausschuss für Digitales und Datenschutz empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU-Fraktion und Fraktion Bündnis 90 die Grünen gegen die Stimmen der SPD-Fraktion, Fraktion der Freien Demokraten und Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der AfD-Fraktion den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. Vielen Dank für den Bericht. Ach, gleich weiter. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Gestern trudelte völlig überraschend zufällig eine Pressemitteilung der Landesregierung zu Open Data in unsere E-Mail-Postfächer. Da ging es um die amtlichen Geodaten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, darin hieß es, mit Open Data haben wir in den nächsten Meilenstein unserer Verwaltungsdigitalisierung erreicht, mal abgesehen davon, dass wir, Herr Minister, bei den Geodaten eher Nachzügler sind. Wenn Sie schon Open Data als, ich zitiere, den nächsten Meilenstein unserer Verwaltungsdigitalisierung bezeichnen, dann können wir Ihnen heute ein gutes Angebot machen. Stimmen Sie einfach unserem Open Data Gesetzentwurf zu. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Pressemitteilung von gestern sollte der Beweis für uns sein, dass es diesen Gesetzentwurf der Freien Demokraten nicht braucht. Er ist aber in Wirklichkeit der Beweis dafür, dass Sie Open Data nicht verstanden haben. Denn Sie sitzen offensichtlich haben Sie die vielen klugen Beiträge der Anhörung nicht wahrgenommen. Und Sie sitzen weiter dem zentralen Irrtum von der Ministerin Christina Sinemus auf, die in der ersten Lesung formuliert hatte, quasi, dass wir Open Data dort anbieten sollen, wo es der Landesregierung gefällt. Aber das ist genau nicht der Sinn von Open Data, dass die Landesregierung oder irgendeine Institution sagt, dort ist Open Data sinnvoll oder dort nicht. Sinn von Open Data ist eben nicht der allwissende, alleinherrschende Staat, sondern bei Open Data geht es darum, dass wir die Schwarmintelligenz entscheiden lassen, welche Daten Nutzen stiften und welche Daten keine Nutzen stiften. Auf gut Deutsch, nicht die Landesregierung weiß, welche Daten der Bürgergesellschaft, welche Daten der Wissensgesellschaft, welche Daten Geschäftsmodelle voranbringen, sondern die Bürger, die Wissenschaft und die Geschäftstreibenden wissen, wie man mit Daten die Geschäfte, die Wirtschaft, die Wissenschaft vorantreiben kann. Es ist doch so, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Bürger, die Wissenschaft und die Unternehmer sind klüger als der Staat, dass man das der Partei von Ludwig Erhard heute an diesem Tag noch sagen muss. Das ist schon ein starkes Stück. In der ersten Lesung, Frau Sinemus, haben Sie zwei zentrale Kritikpunkte geäußert. Sie haben sich die Gedanken darüber gemacht, dass sichergestellt werden müsste, dass ausgerechnet hessische Unternehmen profitieren, nicht die Googles. Die Anzuhörenden haben übereinstimmend mehr oder weniger deutlich gemacht, dass Open Data gerade die Daten demokratisiert und dass es eben gerade keine Exklusivität mehr für die ganz Großen gibt. Und in einem zweiten Kritikpunkt haben Sie gesagt, der Datenschutz sei beim Gesetzentwurf der Freien Demokraten nicht gewährleistet.
Die Anzuhörenden haben dies übereinstimmend zurückgewiesen. Und der hessische Datenschutzbeauftragte himself hat gesagt, Open Data ist von signifikanter Grundrechtsbedeutung. Und er hat hinzugefügt, je informationsfreundlicher Open Data ausgestaltet ist, umso grundrechtsfreundlicher ist es. Ihre Blockadehaltung ist also mindestens grundrechtsunfreundlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Anzuhörenden haben fast hundertprozentig den Gesetzentwurf der Freien Demokraten in der Tendenz zumindest stark unterstützt. Ihr gesamtes Argumentationsgebäude aus der ersten Lesung ist wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Es gab aber, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, auch gute Anregungen, wie es in einer Anhörung sein sollte. Und die wichtigsten Anregungen haben wir auch in unseren Änderungsantrag aufgenommen. Vor allen Dingen zentralen Punkt, dass die wahren Schätze, die wahren Datenschätze, dass die eigentlich in den Kommunen liegen. Und deshalb haben wir die kreisfreien Städte, die Kreise und die Unternehmen der kreisfreien Städte und Kreise mit in das Gesetz aufgenommen. Und nach 3 Jahren wollen wir evaluieren, ob das auch für die kleineren Kommunen tragbar ist. Und selbstverständlich haben wir auch dem Konnexitätsprinzip Rechnung getragen. Mit der Aufnahme dieses kommunalen Aspekts haben wir unseren Gesetzentwurf zu Open Data noch besser gemacht. Herr Kollege Stirböck, müssen dringend zum Schluss kommen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Grünen haben eine super Sache mit uns gemeinsam gemacht in Berlin, nämlich ein Recht auf Open Data verankert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, offene Daten sind Treiber einer modernen Bürgergesellschaft von Wissenschaft und Wirtschaft. Mit einem Ja zum Open Data Gesetz könnten wir Hessen zum digitalen Vorreiter in Deutschland machen. Mit dem schwarz-grünen Nein bleiben offene Daten aber weiter die Ausnahme, nicht die Regel. So trabt Hessen weiter hinterher. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Darf ich aber viel ab und zu geben, ne? Offenbar. Ja, gut. Dann ist der nächste Redner. Vielen Dank dem Kollegen Schirböck. Nächster Redner ist der Kollege Thorsten Deveringhaus, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist angesprochen worden, wir haben heute die dritte Lesung zum Gesetzentwurf für ein Open-Data-Gesetz. Und es gab ja auch tatsächlich noch ein bisschen Änderungen dazu, kurz vor dem Ausschuss letzte Woche. Mag die FDP mir auch zuhören? Das wäre nett. Ja, tendenziell. Gut, vielen Dank. Es gab ja auch kurz vor dem Ausschuss für Digitales und Datenschutz noch einen Änderungsantrag, den der Herr Stirböck auch ja gerade eingegangen ist. Aber ich muss ehrlich sagen, der hat bei mir zumindest mehr für Verwirrung gesorgt, als dass er für Klarheit gesorgt hat. Denn wann sind jetzt Kommunen und vor allem wann sind kommunale Unternehmen betroffen? Da stimmt das, was in dem Änderungsantrag steht und zu dem gesprochenen Wort, was ich dann im Ausschuss gehört habe, stimmt halt einfach nicht überein. Ist es jetzt so, dass es für alle kommunalen Unternehmen gilt, auch von kleineren Kommunen, das kommt dann nicht raus, gilt es auch für kommunale Unternehmen, wenn sie nur öffentliche Verwaltungsaufgaben übernehmen oder gilt das generell für Unternehmen? Das ist vollkommen unklar und es darf Sie auch nicht überraschen, dass nicht nur deswegen, aber wir auch weiterhin dabei bleiben, diesen Gesetzentwurf zur Erweiterung des hessischen E-Government-Gesetzes werden wir auch in der dritten Lesung ablehnen. Aber trotzdem möchte ich mich fast bedanken, dass wir heute noch einmal die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Denn gestern ist, und gar keinenfalls zufällig, also wenn Sie das glauben, müssen wir vielleicht auch noch einmal reden, wie so Gesetze gemacht werden und Startpunkte, nicht zufällig, sondern mit voller Absicht ist gestern eine Pressemitteilung aufgetaucht, dass seit gestern, dem 1. Februar, alle hessischen Geodaten kostenfrei zur Nutzung über das Internet zur Verfügung stehen. Und man sieht an der Menge der Geodaten, wenn man da mal reinguckt, wie viele Bereiche es betrifft, welche Daten da freigegeben werden. Man sieht es aber auch am finanziellen
an den finanziellen Auswirkungen. Es sind 7,2 Millionen an Einnahmen, die wir jetzt nicht mehr im Haushalt stehen haben, die wir bisher eingenommen haben, wie groß dieser Schritt ist, den wir hier in Hessen gehen. Und eine weitere Initiative möchte ich hier in dem Bereich erwähnen, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig dem Open Data Bereich zugeordnet werden kann, die aber zeigt, dass wir in Hessen wissen, wie wichtig Daten sind und was man alles mit Daten machen kann, die also ein wichtiger Teil unserer Datenstrategie ist. Und zwar ist das Eurodat, der European Data Trustee, ein Datentreuhänder, den wir, die Europäische Union hat das ja im letzten Jahr mit dem Data Governance Act beschlossen, in Hessen etablieren wollen, um Daten zu sammeln, um die Digitalisierung weiter voranzubringen. Denn Europa hat ja erkannt, wenn wir bei der Digitalisierung aufholen wollen, wenn wir einen Datenraum schaffen wollen, wo wir Daten zur Verfügung haben für Forschung, für wirtschaftliche Interessen, dann brauchen wir eine Institution, der man vertrauen kann, die selber keine wirtschaftlichen Hintergründe hat, die Daten selber auswerten will. Und genau das sind die Datentreuhänder. Und wir kommen damit in Hessen voran im Bereich Finanzen. Da wird der European Data Trustee aktiv werden. Und das ist für uns auch ein weiterer Schritt in unserer Datenstrategie und hin zum Big Financial Data Cluster, was wir etablieren wollen. Meine Damen und Herren, Sie merken, Open Data ist für uns kein Fremdwort, wie das gerade in der Rede von Herrn Stöbeck behaupten wird, sondern schon jetzt Teil unserer Aktivitäten. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Leveringhaus. Das Wort hat der Kollege Thorsten Felstehausen, Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Als Linke möchten wir uns zunächst erstmal bei der FDP für ihre Initiative für mehr Open Data bedanken. Wir haben es in 4 Sitzungen des Ausschusses für Digitalisierung und Datenschutz abgewogen. Wir haben die schriftliche und die mündliche Anhörung hinter uns gebracht, und wir haben es auch bereits zweimal hier im Plenum diskutiert und beraten. Und dabei in der Tat sind viele positive Aspekte dessen, was die FDP beantragt und initiieren möchte, aufgezeigt worden. Die haben wir abgewogen, aber es sind auch Bedenken geäußert worden, und auch die dürfen nicht unerwähnt bleiben. Und eines, meine Damen und Herren, dieser Bedenken war eben, dass natürlich auch die Daten, die auf der Ebene der Kommune schlummern und auf der Ebene der Landkreise schlummern, dass die gehoben werden müssten, dass das mit eingefügt werden muss. Und daraufhin dachte sich die FDP, gesagt, getan, dann fügen wir das Ganze mal flugs noch ein, dann kommen die Kommunen dann auch schnell mit dazu, und dann ist unser Gesetz auch schon überarbeitet. Aber so einfach, meine Damen und Herren, das ist das Problem, so einfach geht es eben nicht. Digitalisierung first, Bedenken second ist eben kein guter Ratgeber. Ihr Änderungsantrag, das muss ich mal deutlich sagen, Ihr Änderungsantrag, den Sie nachgeschoben haben, machte den Gesetzentwurf leider nicht besser, sondern er machte ihn schlechter. Die Aufnahme der Kommunen, so richtig der Gedanke auch ist, kann nicht eben noch so in der dritten Lesung eingefügt werden. Und mein Vorredner Thorsten Leveringhaus hat das ja auch eben noch mal dargestellt, wo die Probleme dann eigentlich im Detail liegen. Und da muss man tatsächlich auch noch mal ins Detail schauen. Eben komplizierte Sachverhalte, das reicht eben an der Stelle nicht, wenn man sagt, okay, wir versuchen das mit Schlagwörtern zu lösen. Nein, das reicht an der Stelle nicht. Da muss dann eben ein Gesetz vielleicht auch noch mal zurückgenommen werden an der Stelle, so gut der Entwurf ist, um zu sagen, wir müssen die Kommunen mit reinkriegen, aber dann müssen wir eben auch noch mal grundsätzlich neu nachdenken, was das bedeutet und wie die Abgrenzung aussieht. Für uns als Linke muss es doch einfach heißen, das will ich auch noch mal darstellen, wenn es um Open Data geht, immer dann, wenn öffentliche Gelder im Spiel sind, muss es auch ein öffentliches Gut sein. Und öffentliche Gelder, öffentliches Gut, das muss eben bedeuten, zum Beispiel Forschungsergebnisse an den Unis, wie bei der Drittmittelforschung, müssen dann für alle zugänglich sein. Höre ich da eine Zustimmung der FDP? Oh nein, da wird gemauert. Öffentliches Gut und öffentliche Gelder bedeutet eben auch, dass Bildungsbeiträge, die in den öffentlichen rechtlichen Rundfunken produziert werden und ausgestrahlt werden, dauerhaft zur Verfügung stehen müssen. Höre ich da eine Zustimmung der FDP? Nein, da wird gemauert. Öffentliches Gelder, öffentliches Gut bedeutet dann eben auch am Ende, dass Patente, die fast ausschließlich mit Steuermitteln erforscht worden sind,
gerade in Zeiten der Pandemie, dem Gemeinwesen zur Verfügung stehen müssen, damit sie uns allen zugutekommen, wie eben auch die Daten, die überall schlummern. Höre ich da eine Zustimmung der FDP? Nein, an der Stelle wird gemauert. Und das macht eben deutlich, was die Ausrichtung Ihrer Intention ist. Dann, wenn Unternehmen damit etwas anfangen können, schreiben Sie sich das Ganze auf die Fahnen. Aber in dem Moment, wo das Gemeinwesen mit Daten etwas anfangen kann, mit Bildung was anfangen kann, etwas anfangen kann mit Lizenzen, in dem Moment merken wir ein Mauern der FDP. Und deshalb gehen wir Ihren Weg grundsätzlich ja mit. Die Open-Data-Philosophie sagt ja, wir müssen diese Daten und diesen Schatz heben, und wir müssen ihn der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Wir fügen aber hinzu, es darf mir eben nicht darum gehen, dass es nur den wenigen zugutekommt. Es muss den vielen zugutekommen, und das muss dann eben auch durchgehend der Fall sein. Und das sehen wir hier bei Ihrem Ansatz und auch bei Ihrem Gesetz, dass Sie leider noch mal schlechter gemacht haben. Wir waren schon bei einer Enthaltung zwischenzeitlich. Sie haben das wahrgenommen. Jetzt werden wir uns aber wieder dafür entscheiden, dagegen zu stimmen, weil Ihr Änderungsantrag hat es einfach nur noch schlechter gemacht. Und so kann man dem Gesetz nicht zustimmen. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, Kollege Welzhausen. Jetzt kommt die Frau Kollegin Nadine Gersberg, SPD-Fraktion. Bitte sehr, Nadine. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir beschäftigen uns heute in dritter Lesung mit dem Entwurf eines Open-Data-Gesetzes aus einer Oppositionsfraktion. Warum ist das nötig? Vor 5 Jahren wurde seitens der Landesregierung zugesagt, die Open-Data-Kultur zu fördern. Passiert ist aber seitdem so gut wie nichts. Eine Strategie kann ich jedenfalls nicht erkennen, auch wenn Sie jetzt die Geobasisdaten geöffnet haben. Tatsächlich ist es so, dass Sie im Vergleich mit anderen Bundesländern sehr weit hinten liegen in Hessen. Ja, ich gucke gar nicht so viel Fußball. Gut. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass es für diesen Gesetzentwurf in der Anhörung von Seiten der Expertinnen und Experten tatsächlich sehr viel Zustimmung gab. Und auch der hessische Datenschutzbeauftragte, das wurde auch schon erwähnt, hat gesagt, dass je mehr Quellen es gäbe, desto grundrechtsfreundlicher sei die Landesregierung. Und das vorliegende Gesetz würde viele neue Quellen öffnen, und zwar nicht nur für Start-ups und für Unternehmen, Herr Felzhagen, sondern natürlich auch für Gemeinnützigkeit, auch für die Hochschulen. Auch Sie können auf die Daten zugreifen, nicht nur Unternehmen. Tatsächlich ist in Sachen Transparenz viel Luft nach oben in Hessen. Laut Transparenzregister 2021 liegt Hessen im Ranking der Länder ganz weit hinten. Die Open Knowledge Foundation und der Verein Mehr Demokratie e.V. stellen daran fest, in Hessen gewähren Behörden ihren Bürgerinnen und Bürgern viel zu wenig Einblick in das, was sie planen und entscheiden. Sehr geehrte Damen und Herren, was Schwarz-Grün nicht schafft, muss anscheinend die Opposition mit eigenen Gesetzesentwürfen richten, damit unsere Bürgerinnen und Bürger in Hessen sehen, es gibt politische Fraktionen in Hessen, die für Transparenz und Offenheit stehen. Insbesondere in Zeiten von vielen Falschinformationen, die gerade im Umlauf sind, schafft Transparenz Vertrauen. Und es ist deshalb wichtig, möglichst viele reale und nachprüfbare Quellen zu haben. Denn Daten bergen ein enormes Potenzial, wenn sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Denn beim Open-Data-Prinzip geht es um das explizite Recht und auch die Möglichkeit, die Daten nicht nur einzusehen, sondern auch weiterverarbeiten und verbreiten zu können. Sehr geehrte Damen und Herren, in der Anhörung gab es auch, das wurde auch bereits erwähnt, es gab Vorschläge, was man noch ändern müsste. Und auf einiges ist die FDP eingegangen. Zum einen geht es um die Daten der Kommunen, das wurde schon gesagt, denn hier liegen die meisten Daten verborgen, über 70%. Aber es geht auch eben darum, die Kommunen mitzunehmen, denn es entsteht ein massiven Verwaltungs- und Kostenaufwand. Und anscheinend ist es bisher noch nicht so, dass die Landesregierung die Kommunen ausreichend unterstützt, damit sie ihre Daten öffnen können. Wir
Wichtig ist zudem auch, und das sagen auch viele Expertinnen und Experten, dass es ein Monitoring gibt und dass es klare Zuständigkeiten gibt, dass Daten direkt veröffentlicht werden. Und dazu braucht es in jedem Ministerium eine Koordinatorin oder einen Koordinatoren. Und natürlich muss es auch auf kommunaler Ebene dann solche Koordinatorinnen und Koordinatoren geben. Und auch das wird wieder finanzielle Ausgaben erfordern. Oft gewünscht wurde auch eine engere Evaluation. Die FDP hat jetzt vorgesehen, alle 3 Jahre. Die Expertinnen und Experten denken, eigentlich gerade wenn man in so einer Startphase ist, sollte man das besser jedes Jahr machen. Aber trotz aller Verbesserungswünsche, der Gesetzentwurf ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung und ganz dringend notwendig für Hessen, damit wir auch weiter vorangehen in Deutschland und mit anderen Bundesländern messbar sind. Und damit unsere Start-ups und unsere Hochschulen, unsere Forscher und Entwickler und auch die Bürgerinnen und Bürger mehr Quellen, reale Quellen, nachprüfbare Quellen zur Verfügung haben. Leider zeigt sich unsere schwarz-grüne Koalition und auch die Landesregierung weiter rückwärtsgewandt und wird den Gesetzentwurf ablehnen. Wir als Fraktion werden auch eine der Fraktionen sein, die vorwärtsgewandt sind und sich für Open Data aussprechen. Und wir werden dem Gesetzentwurf deshalb zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Gersberg. Das Wort hat jetzt der Abg. Hartmut Honka, CDU-Fraktion. Hochverehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! In dritter Lesung gilt auch weiterhin das, was am Anfang galt. Mit reinen Schlagworten allein ist es nicht getan, auch wenn die zugegebenermaßen beim Kollegen Stirbock immer gerne kommen und fröhlich vorgetragen werden. An der Stelle hilft es halt eben nicht. Wir sind ein Gesetzgeber. Man muss auch nicht nur auf die Tendenz dabei achten, sondern manchmal auch auf das Kleingedruckte. Und insofern bin ich Ihnen sehr dankbar, lieber Herr Kollege Stirböck, dass Sie da letzte Woche noch einmal versucht haben, kurz vor Toresschluss auf der Zielgeraden einen Änderungsentwurf hinzulegen, weil er nämlich deutlich gemacht hat, und das unterscheidet uns jetzt wieder ganz massiv von dem, was Frau Kollegin Gersberg vorgetragen hat, es kommt schon auf die Details drauf an und nicht nur auf die richtige Tendenz. Und ich will das an einem aufhängen. Ja, der Punkt der Kommunen ist ein sehr spannender Punkt beim Thema Open Data. Und Sie haben das hier sehr schön ausgeführt. Und nur damit klar ist, dass nicht nur das, was Sie erzählen, sondern das, was Sie auch schreiben, eigentlich Gegenstand dessen ist, über was wir hier behandeln. Dort wollen Sie schreiben, in Absatz 1, Satz 1 werden nach den Worten die Behörden des Landes, die Wörter der Landkreise und der Kommunen gemäß § 4a HGO Absatz 1 sowie Kommunen in öffentlicher Hand eingefügt. Das, der Wortlaut des Änderungsantrags, also einer der vielen Ziffern. Und gestatten Sie mir, Herr Stirbock, an der Stelle muss man dann vielleicht auch mal sagen, ja, im Kleingedruckten zu gucken, was wollen Sie eigentlich wirklich und was schreiben Sie dort? Was Sie dort schreiben, ist sämtliche wirtschaftlichen Unternehmen in öffentlicher Hand. Egal, ob die Kommune die Stadt Frankfurt ist mit über 700.000 Einwohnern oder ob es irgendein, ich sage jetzt nicht Dorf, nicht abfällig gemeint, eine kleine Kommune mit 250 Einwohnern, auch da wäre es derselbe Fall. Und es ist nicht so, wie Sie schildern nach dem Motto, wir wollen nur an die großen Kommunen ran, und zwar an die Landkreise und an die kreisfreien Städte. Weil wenn Sie mal 4a HGO Absatz 1 selbst lesen, wird Ihnen auffallen, dass genau nicht das drinsteht, was Sie dort regeln wollen. Von daher macht es deutlich, es reicht nicht aus, in Schlagworten zu reden, sondern sich mit der Sache zu beschäftigen. Mein Kollege Thorsten Leveringhaus hat bereits einiges dazu ausgeführt. Und in dritter Lesung hat man ja auch schon in 2 Lesungen hier vorher vieles dazu gesprochen. Von daher möchte ich es auch noch einmal kurz machen. Ihrem Gesetzentwurf werden wir so nicht folgen. Aber ich kann Ihnen versichern, da Sie ja sich immer so freuen über Gesetzentwürfe der Regierungsfraktion, Sie werden in absehbarer Zeit auch dazu einen Vorschlag, einen eigenen Vorschlag von uns bekommen. Den können Sie dann gerne begutachten. Ich bin mir halbwegs jetzt schon sicher, dass ich in der Tendenz, was Sie sagen werden, weiß, was Sie sagen werden. Aber ich bin mir sicher, dass das, was wir als Koalition Ihnen vorschlagen werden, vernünftiger ist, tragfähiger ist für die Kommunen, für das Land und damit am Ende auch für die Bürgerinnen und Bürger. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Kollege Hartmut-Honka. Das Wort hat der Abg. Dimitri Schulz, AfD-Fraktion. Verehrtes Präsidium, liebe Kollegen von der FDP, zuerst möchte ich mit Ihrer Erlaubnis rekapitulieren, wie wir als AfD auf diesen Gesetzentwurf reagiert haben. Ich habe der FDP an dieser Stelle gleich bei der ersten Lesung für ihren Entwurf gedankt. Ich habe damals gesagt, wir befürworten als AfD eine gläserne Obrigkeit und wollen eben eine keine gläsernen Bürger, wie sich die Grünen und die SED wünschen, womöglich mit Social Credit Score. Die Maxime muss lauten, maximale Transparenz bei gleichzeitiger Vereinfachung durch Vereinheitlichung der zur Verfügung gestellten Daten für die Bürger. Auch bei der zweiten Lesung dieses Gesetzentwurfs haben wir betont, dass er im Kern eine gute Sache ist, und ich möchte das auch jetzt in der dritten Lesung im Namen der AfD wiederholen. Wir haben unser Lob damit begründet, dass dieser Gesetzentwurf Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Regierungs- und Verwaltungshandels gewährleisten und zugleich Impulse für wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovationen liefern würde. Und ich habe gesagt, dass es im Zeitalter einer immer mehr voranschreitenden Digitalgesellschaft ein berechtigtes Interesse sei, wenn man einen kostenlosen und einfachen Zugang zu Informationen durch Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft schaffen würde. Ich habe sogar die Vermutung geäußert, dass das einen Meilenstein in der deutschen Digitalpolitik darstellen könnte. Das alles gilt noch immer. Die Gründe, aus denen wir dem Entwurf aber nicht zugestimmt haben, waren folgende. Erstens hatten wir datenschutzrechtliche Bedenken. Zweitens fragten wir, wie die Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität der Daten gewährleistet werden kann, wenn die Behörden zu eben dieser Prüfung nicht verpflichtet sind. Und wie das Risiko, dass man der Öffentlichkeit fehlerhafte Daten zugleich macht, minimiert werden kann. Und drittens, und das war das Wichtigste, wir stellten die Intervalle der Berichterstattung infrage und bezeichneten diese als zu lang. Die Gutachten haben eine deutliche Sprache gesprochen und gingen in dieselbe Richtung. Ich zitiere das Institut für Innovation und Technik. Mit Blick auf die vermutlich sehr aufwendige Implementierung erscheint der angedachte Dreijahreszyklus zumindest für die Initialphase nicht angemessen. Stattdessen wäre ein engerer Evaluations- und mithin Berichtszyklus aus zunächst zweimal zwölf Monate sinnvoll. Zitat Ende. Aber genau das war schon unsere Kritik gewesen, bevor auch nur ein Gutachten erstellt worden ist. Ich habe hier an dieser Stelle bereits in der ersten Lesung gesagt, Zitat, wir als AfD lehnen auch die vorgesehenen, nur alle drei Jahre erstattenden Berichte der Regierung nach § 4 Open Data Gesetz ab. Dieser Zeitraum ist viel zu lang. Durch den HBDI zum Beispiel wird über Datenschutz jährlich berichtet. Warum also nur alle drei Jahre über Open Data? Den Älteren von Ihnen ist das vielleicht nicht klar, aber drei Jahre sind im Digitaluniversum eine halbe Ewigkeit, meine Herrschaften. Sie haben jetzt mit Ihrem Änderungsantrag den Berichtszeitraum um ganze zwei Jahre auf zwölf Monate verkürzt. Uns freut es wirklich sehr, dass eine Forderung der AfD Eingang gefunden hat in Ihren Gesetzesentwurf. Wir hätten uns nur sehr gefreut, wenn die FDP das auch so kommuniziert hätte. Sie haben sich jetzt zumindest teilweise in die schon in der ersten Lesung geäußerte Kritik der AfD und der angehörten Experten zu eigen gemacht, um Ihren gut gemeinten, aber verfehlten Gesetzentwurf auszubessern.
Wir teilen nach wie vor Ihren Ansatz, dass Open Data ein erhebliches Wertschöpfungs- und Innovationspotenzial für eine digitale Wirtschaft bietet. Sie hätten sich aber vielleicht noch etwas mehr zu Herzen nehmen sollen, was nicht nur die Gutachter, sondern auch wir als AfD schon seit der ersten Lesung angemerkt haben. Wir als vorwärtsgewandte und demokratiefördernde Fraktion stimmen dem Gesetzentwurf zu. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, immer mal Versprecher. Herr Kollege Schulz, wenn ich richtig gehört habe, dann haben Sie von der SED gesprochen. Sollten Sie die Fraktion Die Linke gemeint haben, dann müsste ich das natürlich rügen. Hier sitzt keine SED, sondern hier sitzt die Fraktion Die Linke. So. Ja, Herr Kollege Doktor, zur Geschäftsordnung. Vielen Dank, Herr Präsident. Soweit mir bekannt ist, hat Herr Gysi als damaliger Vorsitzender vor Gericht mitgeteilt, es ging um das Vermögen der SED, dass die SED rechtsidentisch ist mit der Linken und mit der PDS. Also ich weiß nicht, was der alte Gysi damals gesagt hat. Das ist mir auch völlig egal. Hier sitzt nicht die SPD im Haus, jetzt sitzt die Fraktion Die Linke im Haus. Das bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. Und dem Gysi schicke ich mir den mal. Dann werde ich mich mit dem mal unterhalten. Und dann werden wir sehen, wie wir da klarkommen. So. Also sind wir uns einig. Jetzt spricht für die Landesregierung die Frau Staatsministerin Professor Sinemus. Mach langsam. Mach langsam, halte ich fest. Ja. Sehr kleidsam. Wir können gerne mal tauschen. So, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, dritte Lesung heute, Herr Stirböck, und im Gegensatz zu Ihnen möchte ich mal etwas Positives von Ihnen zitieren, nämlich ein Zitat von Herrn O'Reilly in der zweiten Lesung. Informationen werden wertvoller, wenn sie geteilt werden. Ja, damit lässt sich der Ansatz von Open Data recht gut beschreiben und wir sind uns einig im Ziel. Wir sind uns alle einig im Ziel. Wir wollen einen leistungsfähigen Rechtsrahmen dafür schaffen, dass die umfangreichen Daten, die täglich in der Arbeit der Verwaltung entstehen, auch für weitere Zwecke nutzbar gemacht werden können, sei es unternehmerisch, sei es wissenschaftlich. Im Raum bleiben jedoch offene Fragen, die trotz des jetzt vorliegenden, wie ich finde, verschlimmbesserten Änderungsantrages der FDP-Fraktion nicht aufgenommen worden sind. Das sind drei Punkte. Erstens, wir werden einen europäischen Rechtsrahmen haben, der in Zukunft auch nationale Auswirkungen haben wird, weil der europäische Gesetzgeber in Kürze die Verordnung über europäische Datengovernance verabschiedet. Das haben Sie nicht integriert. Zweitens, Sie haben das der Presse oder sicherlich auch vielen Diskussionen entnommen. Die zweite Säule, den sogenannten Data Act, wird die Kommission voraussichtlich noch in diesem Monat vorschlagen. Und auch der wird sich in irgendeiner Weise auf das Thema Open Data auswirken. Das heißt, dieses mitreflektierend müssen wir vorwärts schauen und wollen nämlich das integrieren, wie auch die super Sache in Berlin, um Sie zu zitieren, Herr Stirböck, nämlich die Einrichtung eines Dateninstitutes, was auch auf Gebietskörperschaften den Zugriff haben soll. Wie das ausgestaltet werden wird, ist bisher unklar. Und letzter Punkt, die Kommunen zu integrieren in Ihrem dritten Änderungsantrag ist ja gut, aber so wie Sie es gemacht haben, glaube ich, werden die Kommunen nicht einverstanden sein, nämlich mit einer Verpflichtung auf ihrer Seite. Wir wollen das Thema Freiwilligkeit integrieren. Und somit komme ich zum Exzerpt. Ich wurde ja gebeten, mich kurz zu fassen, nämlich wir lehnen Open Data in Hessen nicht pauschal ab. Das ist Unfug. Wir lehnen diesen Gesetzentwurf ab, weil er nämlich bestimmte Aspekte, die wichtig sind, nicht integriert. Und wir ihn deswegen fachlich für so nicht richtig halten. Wir wollen einen anderen Weg gehen, nämlich einen, der zielgerichtet, strategisch nach vorne gewandt, Landes- und Kommunenebene in den Blick nimmt, die offenen Fragen, die ich genannt habe, diese drei mit aufnimmt. Und dies wollen wir in einem Prozess tun, in einem Dialogprozess, wo wir diejenigen, die mit dem Thema auch zu tun haben, die Anspruchsgruppen wie auch die Kommunen integrieren, in einen Dialog gehen und gemeinsam mit dem Fachressort und der kommunalen Seite ein eigenes Open-Data-Gesetz
entwerfen werden. Und das wollen wir dann gerne mit Ihnen in der ersten, zweiten, vielleicht auch dritten Lesung beraten. Ich hoffe, wir schaffen es in der ersten. Das verstehen nämlich wir unter einer aktiven Gestaltung von Politik. Vielen Dank, Frau Ministerin. Damit ist die Debatte beendet. Zum Tagesordnungspunkt 19. Abstimmung kommt nachher.